Ich freue mich voll, dass wir jetzt durchstarten mit der zweiten Villa, die Efeu-Türme. Zwei beeindruckende Türme mit einem kolossalen Baumriesen dazwischen, von zahllosen Pflanzen völlig überwuchert. Ja, die erste Villa hätten wir so gut es geht abgeschlossen zunächst. B1 Klempnerwerk. Unser Abenteuer führt uns in einen aufregenden neuen Ort. Freust du dich schon, Luigi? Nicht, ich schon. Sehr schön. Es ist immer wieder erhebend, so viel Tatendrang zu sehen. Keine Angst, du wirst noch lange genug zu tun haben. Der Spukplage muss ein Ende gesetzt werden. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen das Finstermondstück wieder ganz zusammenfügen. Mein Paraskop hat das nächste Stück irgendwo in jenen beiden Efeutürmen geortet. Sie sind schon so lange verlassen und bersten nur so vor exotischen Pflanzen und Geistern. Leider sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann mehr ungehindert fließen. Wenn wir doch nur einen Klempner zur Hand hätten. Ha, ich hätte so einen Gedankengang. Die Efeutürme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Daher musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. Die Bude wieder in Schuss bringen, wa? Ach ja, und halt doch auch schon nach neuen Geisterarten. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber! Apu! Ich würde ja sagen, komm doch mal mit, aber einer muss ja die Stellung halten. Deswegen. Doch, ich bin in der Tat hochmotiviert. So sieht das Ganze aus. Wir sind ja schon streng genommen zwei Villen statt einer. Aber erstmal reinkommen, lautet die Devise. Da ist die Kamera. Big Brother is watching you. Und jetzt. Hören wir kolossale Musik. Finde ich gut. Außenwald, inspiziere den Generator. Erstmal finden, was? Ich hörte Blümchen mögen. Wenn das immer so einfach ginge, ne, dann hätte ich auch einen grünen Daumen. Einfach ein bisschen anblitzen. Einer ist schon auf. Einer hat sich schon gefreut. Oder habe ich die schon aktiviert? Ich glaube nicht, ne? Die hier ist ein Schlüsselwert. Ich glaube, das ist so der Hinweis, dass du die öffnen kannst. Wer das wirklich verpeilt hat. Gehört das schon zum Leitungssystem? Wassergenerator. Da sollen wir hin. Was macht unser roter Freund? Ja. Kollege, wir brauchen dauerhaft Strom. Wir brauchen Wasser, das fließt. Dann werden die Turbinen angetrieben. Es kommt davon, wenn du in der Schule nicht aufpasst. Ernsthaft. Klar, eine altmodische Variante, aber... Das ist ja auch nicht das neueste Häuschen hier, ne? Und immer noch effektiver, als Hamster im Rad rennen zu lassen. Naja, wobei. Kommt auf den Hamster an, ne? Es gibt diverse... Laufwunder und andere faule Säcke. Das ist eine Platte. Die senkt sich ja. Hi. Brauch was zum Abschießen. Das da zum Beispiel. Nee. Wir tun nur ein bisschen Unkraut gegen Jäten. Irgendjemand muss es ja tun. Ach, das kann ich benutzen. Ja, eins nach dem anderen. Okay, ich hab ihn jetzt. Na gut. So, fühl dich nicht auf den Schlips getreten. Okay, läuft. Gab zwar leider nur Geld. Aber was rede ich da? Nur Geld? Geld! Das sieht mir auch wieder so, so einer Platte aus. Wunderschönes Aim-Spiel.
Jetzt gehst du mir mal nicht weiter auf den Sack, bitte, ne? Danke. Gibt es hier irgendwelche Blumen, die sich denken, ja, ich helfe dir. Ich bin nützlich. So, und das war eine Goldmaus. Wie soll man so schnell reagieren? Jetzt mal ohne Flachs. Da drehst du durch, wa? Das hilft sogar. Aber ich komme da nicht hoch. Das war eher so ein Rückweg. Da ist offen. Jetzt sind wir schon da, aber wir haben halt noch keine... Hey, ich wollte gerade... Wenn die abhauen, gefällt mir das nicht wirklich, weil die kommen an anderer Stelle wieder. Ich würde die eigentlich am liebsten direkt einsacken. Die Tür ist zu. Was hat man hier Feines? Ist einfach eine Anzeige, ob das Ding läuft oder was? Wenn wir doch nur einen Klempner hätten. Ach, jo. So. Ja, ganz wie befürchtet. Der Wassergenerator selbst scheint in Ordnung, aber die Leitungen sind verstopft. Sieh dich doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach um. Warum ist die Pumpstation auf dem Dach? Ah, ich verprügel den Architekten, ne? Das ist keine Frage. Hier gibt es jetzt einen Schlüssel, der uns wohin bringt? Die Tür da vorne? Bei der Tür da vorne... Oh, ich hab was. Bei der Tür da vorne überhaupt. War ja einfach nur versperrt. Ey, Buhu! Das fällt alles auf dich zurück. Leg dich nicht mit dem Boomerang an. Doch lege ich mich in genau diesem Moment. Nimm dies! Verdammt, noch eins. War er da? Er war wohl da. Finde ich sehr nobel, dass wenn man ihn erstmal erwischt hat. Ja, Wolski. Dass die Leiste nicht leer geht in dem Moment. Also, das ist nicht möglich, wenn man ihn erstmal gerade anleuchtet. Weil, naja, sinnvolle Erklärung. Weil er selbst Energie ausstrahlt. Ja, so ist es. Fein. Den Buhu zu finden ist halt auch immer eine erstrebenswerte Aufgabe. Nee, das ist einfach zu, das sieht man. Probieren wir es auf der linken Seite. Ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht mehr der Turm, ne? Eventuell ist es dann das falsche Dach? Weil mich bei dem Spiel jetzt auch gar nichts mehr wundern würde. Ist ja alles möglich, kreuz und quer platziert. Zwillingstürme, ne? Oh. Gleich kommt der Walder Frey um die Ecke und veranstaltet die rote Hochzeit. Muss man aufpassen. Vielleicht haben sich die Entwickler so ein bisschen von Game of Thrones inspirieren lassen, nicht wahr? Na hoch. Eine Tür. Froschgesicht! Ein paar Coins, aber ansonsten. Ist die Tür das Muss? Sehr mystische Musik. Wir erkunden aber auch gruselige Gefilde. Luigi erschreckt sich. Bei jedem. Vierlefanz. Na gut, ich hätte mich da auch erschrocken, wahrscheinlich. Okay, Schluss mit dem Kasperle-Theater. Jetzt wird aufgeräumt. Ja, hier kommt der grüne Mann.
Oh, ihr habt eine Schaufel. Was habt ihr denn vor? Mein Sarg. Vorbereiten. Mein Grab. Voll auf die 12. Kann euch ja nicht passieren. Ihr seid ja schon tot. Das muss ja auch Gründe haben. Ich versuche dem mir auszuweichen und so. Kann ich es nicht absaugen, oder? Die Schaufel nicht. Eine Schaufel kann man nicht absaugen. Andere Items waren da die Brille, ne? Machen wir gern noch gediegen, einen nach dem anderen, kein Problem. Nichts, was wir nicht hinkriegen, Abe. Trotzdem schafft er es ziemlich gut, sich zu retten, ne? In Deckung zu bringen. Also da schon mal ein Applaus, ne? Macht er gut. Für so einen billigen grünen Geist hat er sich ordentlich aus der Affäre gezogen, möchte ich meinen. Ah, sehr nice. Da fehlte was. Das sieht so kahl aus. Kann ich die irgendwie nutzen? Ja. Erst erschaffe ich sie und dann rupfe ich doch wieder dran. Aber gerade die letzte hat sich gelohnt. Gibt es hier noch mehr an, dass es sich zu rupfen lohnt? Dün, 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 dün. Das ist eine bedrohliche Mucke. Aber muss halt. Soll immer noch so eine Art Horror darstellen. Sind das zwei Türen? Ach so. Hey, was will denn er von mir? Nicht so aufdringlich. Gewächshaus. Ach ja. So, da waren wir gerade eben. Was das soll, frage ich mich halt schon. Jawolski! Ich war am Grübeln, ich war am Gucken. Aber kein Problem. Einfach hinter die Treppe gelangen. Schwupps, ist der Fisch rasiert. Ist jetzt gut für die... Alter Schwede. Für die Wasserleitung. Ist das das, was wir anmachen müssen? Mitunter. Setzlingshaus, ja. Ich sehe schon. Diese Pflanzen haben Hunger. Diesen Pflanzen knurrt der Magen. Können wir ruhig gestohlen bleiben. Ich finde schon noch Lösungen und Wege, zum Beispiel. Geht das? Ja. Okay, sie schnappen sich zwar, aber es ist nicht so gesund, wie sie dachten. Ich hätte euch nie behauptet. Oder geraten. Dieses stachelige Bällchen zu verzehren, ne? Aber es ist halt... In der Not frisst der Teufel fliegen, ne? Du kannst nichts machen, ne? Wenn du Hunger hast, dann... Wirst du halt... Ist es dann eigentlich schon Kannibalismus? Kannibalismus. Entschuldigung. Wenn eine Pflanze frisst. Aber es war nicht dieselbe Pflanze. Das ist deep. Vielleicht auch nicht, aber... Ich rede gerne Dünnpfiff. Hä? Ja moin, come on. Da fällt er einfach runter. Der Boden ist durchgekracht, ja? Alt und morsch das Ganze. Himmelhilf. Haben die letzten Mieter auch schön Kaution bezahlt? Schatzle, wir müssen das renovieren, sonst zieht ihr überhaupt keine mehr ein. Hier will doch keiner mehr wohnen. Andererseits, ne, bei den Mietpreisen heutzutage können die Leute ja froh sein, wenn sie was bekommen. Brückengang. Oder Brückengang. Hier kommt die Brückengang. Für euch sieht das aus wie ein Schwarm Fledermäuse.
Ich sehe da ein Geldscheinbündel. Oh, die werden gar nicht zu Geldscheinen. Naja, normal schon. Also zuletzt schon, aber hier nicht. Dann nicht. Aber ich habe trotzdem Mordslust anscheinend. Lässt das mal nach? Oder ist es endlos? Sieht mir ziemlich endlos aus. Und rein den Key. Ich muss das nicht überspringen. Die kurze Sequenz kann man sich gönnen. Forschungsraum. Oh, ich kann ihn auch nehmen. Ich hatte es erstmal nur auf die Maus abgesehen. Das ist der Dude von vorhin. Prima, hat sich erledigt, wa? Hier sieht es aber auch echt ein bisschen niedergebrannt aus. Echt mal, die Natur holt sich halt alles zurück, ne? Das hilft nichts. Die Natur ist stärker. Glaubt's mir. Was willst du? Ja, komm, der erschreckt sich wegen... Weil die erscheinen und dann kann der andere auf den Putz hauen oder was. Schade. Ihr habt mir auch geschrieben, ich kann ja ausweichen, ne? Mit Springen und so. Sollte ich mal beherzigen. Macht sich halt doch relativ einfach, ne? Nice one. Good job! Was mit deiner verdammten Schaufel, ey? Haben wir das? Oh, hey. Ich dachte mir doch, da gehören doch Blumen hin. Ach, ich erinnere mich an den Raum. Ich weiß nicht, was wir hier noch machen. Ich weiß es. Das ist cool. Erstmal gucken wir durchs Löchlein. Spannen ein wenig im Botaniklabor. Ich glaube, da sollen wir auch hin, mitunter. Ja, da sehe ich schon. Vor allem, da ist ein Edelstein drin im Spinnennetz. Ja, da gehen wir gleich hin. Ja. Tür ist zu, hier geht's los. Das ist keine Aubergine oder lila Glühbirne. Das ist eine ganz besondere Frucht, die wir aufblasen können. Je nachdem, wie wir L und R betätigen, also pusten oder saugen. Oh shit. Dementsprechend steigt oder sinkt man. Und das fand ich eigentlich immer sehr cool. Eine Neuerung, die irgendwie mehr Leben in die Bude bringt. Also Props dafür, Entwickler. Eine nette Idee, weil an für sich ist Luigi in Luigi's Mansion ja stocksteif. Auf den Boden beschränkt, möchte man sagen. Also generell beschränkt, aber auch im Boden beschränkt. Kam da rein, oder? Von hier? Ja, du kannst so nicht über den Gang rüberlaufen. Ja, und jetzt saug ich es komplett ein. Hol mir den Edelstein. Und wir liegen noch gut im Soll. So, blustere dich mal nicht so auf. Oder halt doch. Dann check ich diese Etage aus. Hallihallo. Setzlingskultur. Ihr macht so einen Stress, ne? So eine Unordnung. Wenn ich euch in die Finger krieg, ne? Bin ich überhaupt kein Fan davon, von sinnlosem Vandalismus. Aber ich bin Fan von sinnlosem Vandalismus. Dann sei es, bitte. Wer auch immer du bist. Nein. Sowas nicht gedacht. Wenn das so funktioniert, ne? Hier schon durchgeschaut. Wahrscheinlich. Trotzdem gucke ich nochmal. Nein, hier ist der Wintergarten. Auf dem Wintergarten steht eine Orgel.
wo unser Red Ghost mehr Spaß hat, als ich ihm wünschen würde. Sieht doch lustig aus, ne? Vielleicht hat das Luigi dazu bewegt, in Super Mario Odyssey diese komische Ballonjagd zu veranstalten. Er wurde inspiriert von den Efeutürmen. Was haben wir hier Feines? Mehr denn Stuff. Give it to me! Was hat man hier Schönes? Weißt du? Den kann ich den Deckel aber absaugen, oder? Nee, auch nicht. Dann greif halt an. Komm. Ich gewähre dir den ersten Schlag. Alles da, nur wenn er dann hochzieht. Ich muss ihn halt erschrecken. So, wir sehen, dass es da ein bisschen rumtropft. Das erinnert mich an Portal 2. Ja. Inzwischen habe ich ein ganz anderes Spielrepertoire zum Vergleich, ne? Mario Odyssey, Portal 2. Das war damals noch nicht der Fall. Ja, ja, ja. Ich weiß, was zu tun ist. Pass auf. Hier sind vier Lichter. Die zwei inneren gehen mit dem einen Schalter und die beiden äußeren gehen mit dem Schalter. Die sollen alle gleichzeitig aktiviert werden, sonst geht's nicht. Hier ist der Eimer. Und das hat suboptimal geklappt. Wenn man doch nur einen 3D-Effekt hätte. Zum Abpassen. Ist der jetzt voll? Ich weiß nicht mehr, ob der voll sein muss. Ich stell den aber hier drauf. Stelle mich selbst auf den anderen und schon kann ich alles anleuchten. Und es fließt wieder, oder? Die Wasserarmut ist vorbei. Check das aus. Luigi 1, 2, 3. Ich habe da Goldbarren gesehen. Ich habe Goldbarren gesehen. Die Geister. Geht baden und tschüss, Mann. Jetzt kommt man da auch easy peasy drüber. Das schmeckt, ne? Das weiß zu gefallen. Guck mal, das gefällt denen auch, ne? Ihr hättet mich nicht behindern müssen. Repariere die Dachpumpe. Ja, da sind ein paar Goldbarren hinter der Anlage. Oh. Yellow. Gelb. Echte Facharbeit, mein Bester. Man könnte meinen, du hättest sowas gelernt. Langsam scheint alles wieder ordentlich zu fließen. Sekündchen bitte. Ich telefoxe dich, reich zu mir rüber. Nein, ich will... Ah, schade. Was? Die Super-Suche! Oh nein! Was war das? Ach, der fette Ghost! Bäh. Bäh. Der verträgt ein bisschen mehr. Ja, geil, da kann ich ja die Goldbarren einsammeln. Das ist mein höchstes Problem. Lass mich vorbei. Oh, ich habe nicht mehr so viel Energie und ich glaube, der hält was aus. Yes! Oh, Prios. So, und jetzt würde ich dann auch gegen dich antreten. 100 Energy. Ja, oder Igitt sagt ja, ich soll... Ich bin gleich down, ich bin gleich down. Oh mein Gott, ich bin gleich down. Ich habe einen Knochen, ne? Ich werde nicht down gehen wegen dem Knochen, aber... Unmöglich, dass ich's... Dass es so knapp ist. Knapp heißt jedoch nicht... Sammel das ein. Knapp heißt aber nicht, dass ich versage. Ich wollte es nur ein bisschen spannend machen. Nein, ich war unaufmerksam. Und ich habe nicht direkt gegen ihn gekämpft. Eine kleine Zugabe wie in diesem Rollmops von dem Geist hast du es gezeigt. Jetzt geht's aber wirklich zurück. Festhalten.
Ist doch so, oder? Der goldene Knochen hätte mich wiederbelebt, nicht wahr? Werden wir bestimmt noch sehen. Dann passt diese erste Mission ja hervorragend in einen Part. Ich muss gestehen, das hat mich bisher in diesem Let's Play ein kleines bisschen gestört, dass ich, naja, durchaus hätte in einen Part eine Mission von A bis Z reinpacken können. Hab ich nicht hingekriegt. Jetzt aber, und es wäre vielleicht angenehm, wenn ich das so beibehalten könnte. Andererseits habe ich ja halt so meine Partlängenprinzipien. Unter 25 Minuten mache ich es eigentlich ungern noch, wobei, ja, so unter 22 Minuten wäre mir zu kurz. Über 30 gehe ich aber auch ungern. Naja, muss man immer schauen. Aber heute war es eine echt runde Angelegenheit, wie ich sehe. Ganz hervorragend, Luigi. Schnell, schauen wir uns diesen neuen Geist mal näher an. Das ist dein einziges Problem. Nicht irgendwie die Pumpe und dass wir da jetzt weiter können für das Finstermondstück. Nee. Er will unbedingt den Geist. Auch nicht die Edelsteine. Nein, die Geister, die sind wichtig. Bei 7000 geht wieder was ab. Applaus, Applaus. Da soll mich doch der Rabe zwacken. So einen Geist habe ich ja noch nie gesehen. Und deine Klempnerfachbeit war auch nicht zu verachten. Luigi auch eben gerade so. Oh, ich doch nicht. Oh, Dankeschön. Wenn's mit der Geisterjagd nicht hinhaut, kannst du ja in die Sanitärbranche einsteigen. Luigi, nein, meine Ausbildung war so hart. Jedenfalls läuft das Pumpsystem in den Efeutürmen nun fast wieder perfekt. Und ich habe auch eine ganz tolle Neuigkeit über unser Finstermondstück. Aber wieso legst du nicht erstmal ein Päuschen ein? Du siehst ein wenig begossen aus. Ja, das kann schon sein. Nur ein Stern, aber ist mir voll Wumpe. Im nächsten Part, also B2, das Windradtor, lief richtig glatt. Ich hoffe auch im nächsten Part, deswegen ist der Daumen oben. Werd ich euch loben. Bis dann und ciao!